Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Güngör, das ist in der Tat gut, dass wir das im Konsens gemeinsam festgehalten haben. Zumindest vier der hier anwesenden Fraktionen haben das getan. Ich komme aber trotzdem noch mal auf die Antwort, die wir vorliegen haben, zurück. Ich finde sie sehr ehrlich und sie legt auch eigentlich schonungslos offen, wo wir das dass wir eben ein massives Problem im Bereich der Sonderpädagogik im Land Bremen haben. Es ist hier schon mehrfach gesagt worden, im Land Bremen sind über 100 sonderpädagogische Stellen zu Beginn des Schuljahres unbesetzt gewesen. Insgesamt fehlten 130 Lehrkräfte, das heißt 75% der offenen Stellen an den Schulen betreffen den Bereich Förderpädagogik. Das Personalproblem ist also tatsächlich das grundlegende Problem, was wir an der Umsetzung der Inklusion haben und was ja auch schon in den vergangenen Jahren oft hier Gegenstand der Debatte war. Diese Personallücke ist natürlich fatal für die betroffenen Kinder, weil denen fehlt dadurch die spezielle Förderung und die gezielte Ansprache im Unterricht. Und ohne Fachkräfte, das wissen wir auch aus den vergangenen Jahren, findet Inklusion an einigen Schulen eben nur formal statt. Das heißt, der Fachkräftemangel bedroht nicht nur den Unterricht, sondern auch allgemein die Akzeptanz von Inklusion. Das alles ist nichts Neues. Es ist auch hier zu Recht schon erwähnt worden vom Kollegen Dr. von Bruch, dass die sonderpädagogischen Lehrkräfte an den Schulen regelmäßig zum Vertretungsunterricht rangezogen werden. Und ja, Herr Güngör, es stimmt, es sollte nur Notfall darauf zurückgegriffen werden. Aber wir wissen auch aus den Erfahrungsberichten der Schulen, die wir ja nun alle regelmäßig besuchen, dass einige Schulen so einen massiven Personalmangel haben, nicht flächendeckend, einige, dass da der Notfall längst Alltag geworden ist. Und das sind oft Schulen, die tatsächlich auch viele Kinder haben, die sonderpädagogische Förderung nötig haben. Der Evaluationsbericht hat das übrigens auch noch mal klar bestätigt. Der kommt nämlich im Gegensatz zur Senatsantwort zu einem deutlichen Ergebnis, dass zu wenig der zugeteilten sonderpädagogischen Stunden noch wirklich bei den Förderkindern ankommt. Das Problem des massiven Mangels im Bereich der Sonderpädagogik, und darauf möchte ich noch mal hinweisen, ist tatsächlich hausgemacht, und zwar schon sehr viel länger. Die Große Koalition hatte noch kurz vor Ende ihrer Amtszeit die Abschaffung des Studiengangs Behindertenpädagogik beschlossen und dies mit einer radikalen Kürzung der Sonderpädagogikausbildung für das Lehramt an der Universität kombiniert. Die rot-grüne Landesregierung hat nun 11 Regierungsjahre gebraucht, um diesen Fehler zu korrigieren. Und durch dieses lange Zögern brauchen wir noch bis Mitte der 20er, bis das Land Bremen wieder selbst ausgebildete Lehrkräfte für Sonderpädagogik in der Sekundarstufe 1 aus dem Referendariat entlassen kann. Diese selbst geschaffene Personallücke, die spüren die Schulen seit Jahren schmerzhaft und sie wird uns eben, wie ich schon erwähnt habe, noch über Jahre hinweg begleiten. Es rächt sich aber auch nicht nur das lange Zögern des jetzigen Senats bis zur Wiederaufnahme des vollen Sonderpädagogikangebots an der Universität, es rächt sich im Grunde auch, dass die Übergangslösung oder manche sagen natürlich auch Notlösung der sonderpädagogischen Weiterbildung für bereits eingestellte Lehrkräfte in den letzten Jahren immer wieder halbherzig verfolgt wurde. Es gibt inzwischen ein gemeinsames Weiterbildungsangebot für beide Stadtgemeinden und die Kosten der Weiterbildung werden inzwischen Gott sei Dank nicht mehr indirekt den Schulen in Rechnung gestellt. Die kommen jetzt endlich nach Jahren irgendwie die zur Weiterbildung freigestellten Lehrkräfte tatsächlich voll ersetzt. Aber auch hier frage ich mich retrospektiv, warum das so lange gedauert hat, bis diese Weiterbildungsmaßnahme irgendwie tatsächlich endlich mal durchdacht und ausfinanziert war. Und was natürlich ein Problem ist, die Weiterbildung ist immer wieder nur für die Haushaltsjahre beschlossen worden. Und es gibt heute, und das ist nicht mehr retrospektiv, leider keine verbindliche und verlässliche Zusage, dass die Weiterbildung bis zum Jahr 2022 interessierte Lehrkräfte aufnehmen wird. Und das bräuchten wir eigentlich aus den vorgenannten Gründen, was den Studiengang angeht. Ich habe noch ein paar weitere Punkte. Vor einem Jahr hat die Koalition in dem Haushalt auch weitere Stellen für die Inklusion bewilligt. Was ich sowohl in den Fragen, aber natürlich auch in den Antworten vermisse, sind Erläuterungen, ob und wie sich diese zusätzlichen Stellen unter diese Haushaltsbeschlüsse auf die Arbeit der Sonderpädagoginnen und Pädagogen auswirken. In der Antwort wird nur auf die Rebuze eingegangen. Da sind ja neue Stellen geschaffen worden.
Aber die neuen Stellen, die geschaffen worden sind, um die Lehrkräfte bei der Erstellung der sonderpädagogischen Gutachten im Frühjahr zu entlassen, da weiß ich nicht, sind die besetzt? Vielleicht können Sie da eine Antwort drauf geben. Ist es gelungen, den Prozess der Gutachtenerstellung umzugestalten? Die Antworten hätte ich gerne gehabt. Außerdem wurde im Personalentwicklungskonzept, das die Senatorin vorgelegt hat, vor einem Jahr im September angekündigt, dass unbesetzte Stellen im Bereich der Sonderpädagogik künftig auch mit diplomierten Behindertenpädagoginnen und Pädagogen besetzt werden können. Da wäre auch schön gewesen, jetzt ein Jahr später mal einen Bericht zu bekommen, ob diese Maßnahme umgesetzt wurde und wenn ja, wie viele Stellen so besetzt werden konnten. Und was ich mit großem Interesse gelesen habe, ist, dass aufgrund der Empfehlungen im Evaluationsbericht eine AG Inklusion bei der Behörde für Kinder und Bildung eingerichtet werden soll, in der der Austausch zwischen Schulen organisiert werden soll und Lern- und Transfersprozesse, wie es heißt, möglich gemacht werden sollen. Das sind Maßnahmen, die finde ich sehr gut. Auf die anderen Fragen könnte die Senatorin vielleicht gerne noch gleich noch Antworten geben. Dankeschön.